Loopy Mood Games and Venter and Trilogy Chapter 1. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Channel, auf dem Herr Keckli Channel, wo auch sonst. Wir spielen heute Adventure. Man hat es gerade schon gesehen, von dem Entwicklerstudio Loopy Mood aus dem Jahre 2018. Und es ist, muss ich sagen, schon mal am Anfang, es ist ein Point-and-Click-Adventure, ne? Es ist ein Point-and-Click-Adventure. Es geht um eine Ameise, wie wir sehen, ne? Um eine Ameise. Hallo, Ameise. Können wir hier irgendwas machen? Schon? Nee, ne? Also. Aber was ich festgestellt habe, weil ich habe vorhin die Musik ein bisschen leiser gemacht. Pass mal auf. Hörst du? So spielt man. Kombiniere zur Herstellung Elemente. Gut, das, ne? Tipps, Rechtsklick, okay. Aufgabenmenü, Tab. Zweimal tippen, um zu rennen und den Ort zu wechseln. Alles klar, haben wir verstanden. Dann würde ich mal sagen, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Vielleicht mache ich noch, warte mal. Ich mache vielleicht noch mal ein bisschen leiser. Ich habe die Maus mal ein bisschen extra hochgestellt. Ne, dann wissen wir, da, dann sehen wir das ein bisschen. Okay, alles klar. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Erstes Point-and-Click-Adventure hier auf dem Channel. Ne? Ich freue mich. Es sah auf jeden Fall sehr witzig aus. Let's go. Es ist sehr laut. Have you ever wondered what the world would look like if you were the size of an ant? Welcome to the macro world. This is Ant Hill, where hundreds of ants work every day. But there is one extraordinary ant. Meet Florentine, the inventor ant. He hates all this routine work so much, he invented a mechanism that does the job for him. And it's not just to make his life easy, but in order to reach his long-cherished dream. The dream to see the world. Okay, sehr, sehr laut. So spielt man. Okay, das haben wir uns gerade schon angesehen. Ich hoffe mal, ne, dass jetzt hier ein bisschen leiser ist. Auf jeden Fall. Ne? Weil das war gerade schon... ich wusste nicht, dass die Zwischenszenen schon wieder so laut sind. Gut, wir, ne? Florentin. Oh, dann schauen wir mal. Hallo, ich bin's, der Klotto. So. okay, Postkarte. Ja, der schiefe Turm von Pizer. So. Können wir sonst noch was machen? Nee, ne? Okay, er träumt von seiner Maschine. Okay, mehr können wir hier erstmal nicht machen. Wir können hier nochmal machen. Wibbel, 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 wibbel. Sonst können wir erstmal nichts machen. Okay, wir klicken mal auf die Maschine, ne? Ja, ich war... Ja, ja. Ich mach ja. So, Zahnräder. Erfinderameise, ja. Aber eine sehr, sehr faule. Oh, jetzt ist kaputt gegangen. Hat er mir das gerade ins Gesicht geworfen? Was hast du für eine Ameise? Florentin. Was? Nein, nee, das ist nicht meine Schuld. Nein, wie kommst du darauf? Ich habe nichts gemacht. Gemacht. Finde ein neues Zahnrad zum Reparieren der Maschine. Ach, guck mal hier, das ist auch geil. Verlasse das Zimmer. Okay. Ach, guck. Ach so, wenn wir die Zähne wechseln, dann macht er so, okay. Okay, sonst können wir nichts machen. Ah, jetzt haben wir Nadel und Faden dabei. Gut. Ja, ich weiß doch. Ich will erstmal hier, ich will erstmal hier kicken. Okay, den Stuhl haben wir auch direkt mitgenommen. Jetzt will ich nochmal hier, Paris. Oh ja, ja, ich will so gerne auf der Freiheitsstatue und. Ah ja. Wie witzig, dass bei ihm alles in einem Ort liegt, ne? Freiheitsstatue, Schieferturm von Pisa, der Eiffelturm. Ja, sehr schön. So, hier.
Können wir da irgendwas rausziehen? Doch, da ist was. Ah. Was? Können wir das schon mal verbinden? Haben wir? Nee, okay. Alles klar, dann lass uns mal gehen. Ne, dann gehen wir mal hier raus. Ich hoffe, hier komme ich raus. Die Ameisenkönigin. Komme ich hier nicht raus? Nein? Hier nicht, oder was? Warte mal, hier können wir noch was machen, glaube ich. Ah, jetzt geht er nach oben. Ja. Mato. Jetzt haben wir ein bisschen Holz mitgenommen. Sehr schön. Oh. Die ganze Maschine, die gibt einfach den Geist auf. Okay, können wir das mitnehmen? Ach, guck mal, das ist ein Fragezeichen. Okay. Können wir nicht mitnehmen. Aber was macht denn das Fragezeichen? Ah, das ist er. Okay. Gut. Die Matte. Können wir denn da durch? Nee, ne? Nee. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Oder haben wir alles? Da können wir erstmal, glaube ich, nichts machen, ne? Oder kommen wir nochmal nach oben? Geht der nochmal nach... Ah, der hat die Leiter auch direkt mitgenommen. Was nimmt der denn alles mit? Ja. Können wir denn irgendwas schon verbinden? Hier. Ah. Okay, jetzt ist die Frage natürlich, wohin damit? Können wir hier was machen? Hier was machen? Können wir die irgendwo hinstellen? Nein. Es ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Ja, ich verstehe schon. Aber wir können sonst nirgendwo hingehen. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Nimmt er da vielleicht den Knopf mit? Er nimmt tatsächlich auch noch den Knopf mit. Okay. Das moppelt hier aber nicht. Okay. Dann haben wir jetzt noch einen Knopf. Können wir den? Nein. Können wir den hier? 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 Nein. Hier? Nein. Nein. Hier? Nein. Hier? Nein. Hier? Nein. Hier? Nein. Hier? Nein. Okay. Ach so. Okay, warte mal. Damit oder was? Okay, der hat gerade hier irgendwas, aber hier ist ja nichts mehr. Die Leiter geht auch nicht. Den Knopf. Wir müssen das bestimmt irgendwie anmachen, oder? Hier, die Nadel. Der Stuhl. Nein. Die... Ja, ja. Was ist denn? Hier können wir echt nichts machen, ne? Hier können wir nur noch schauen. Hier können wir nur noch schauen. Okay, hier können wir auch nur noch so machen. Das wird wahrscheinlich das hier sein, ne? Jo. Okay. Ich muss ja dazu sagen, ich bin sehr, sehr gut in Rätsel lösen, ne? Das haben wir ja in dem einen oder anderen Let's Play auch schon bemerkt, dass wir da sehr, sehr gut drin sind. Aber der zeigt mir auch irgendwie nicht... Ach, warte mal. Nee, Holz hatten wir. Aber wir können hier nichts machen. Nö. Ich will jetzt nicht zu Anfang direkt einen Tipp nehmen, weißt du? Stuhl? Ah, da, Stuhl. Ah, okay, und dann geht's nach unten. Alles klärchen. Tschüss. Ah ja, wir brauchen die... Okay, die Leiter, ja. Ich dachte, das wäre eine Ameise. Er braucht eine Leiter. Ich dachte, das wäre eine Ameise. Okay. Das geht auch nicht. Vielleicht nochmal hier ein Seil dran. Nein, das geht nicht. Warte mal. Wir haben doch hier eine Leiterverlängerung, ne? Jo. Nee. So, dann einmal nach unten. Wow, hat ja viel gebracht. Oh oh. Okay. Ja, wegen gucken.
Ah. Jetzt haben wir die. Verlass das Zimmer haben wir. Jo. Und jetzt lenk die Wache ab. Können wir das denn mit der Dings machen? Mit der... Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie noch was haben. Ich gehe erstmal nach rechts, ne? Hallo? Oh, wer ist das denn? Was ist das denn? Okay, er denkt nur da dran. Hier können wir noch... Können wir nichts mitnehmen oder was? Hier haben wir noch eine Münze oder was? Schauen wir mal. Nee, was ist das denn? Was? Okay, der ist fast am Einschlafen, ne? Okay, so, können wir hier nochmal mitnehmen? Ich frag nur mal. Nee. Oder können wir... warte mal. So, zack. Das geht nicht, ne? Die irgendwie hier... Nee. Gut. Der pennt fast ein. Hier haben wir noch was, oder wie? Was hat er denn? Hä? Ah, das sind die Späne. Okay, aber ich weiß nicht, was das jetzt hier ist. Ist das so ein Spiegelding? Wir gehen erstmal dahin, ne? So, rennen. So. Jetzt machen wir ganz langsam. Ja, das geht nicht. Da haben wir die Wache. Können wir die irgendwo... Nee. Können wir hier irgendwas mitmachen? Warte mal, das hier vielleicht? Nee, das hier vielleicht? Nein. Ah, warte mal. Ja, ich weiß schon. Das ging vorher nicht und das wird jetzt auch nicht, wird auch jetzt nicht funktionieren, ne? Nee. Ich dachte vielleicht mit der reizenden Dame ein bisschen ablenken. Irgendwie müssen wir hier mit was machen. Das fasst er ja nicht an. Hat er denn hier irgendwie... Hier können wir nichts nehmen. Hier können wir auch nichts mehr nehmen. Ja. Du und dein Traum. Ha. Können wir irgendwas... Nee. Was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir von dem irgendwas brauchen. Oder muss ich warten, bis der seinen Stock da... Ich weiß nicht, wir warten mal kurz. Weil der scheint ja sehr müde zu sein. Sehr, sehr müde. Ich weiß nicht, ob wir den klauen können, während er dann einpennt. Na, pennst du jetzt ein? Hallo, einschlafen. So, jetzt pennt er wieder ein. Komm. Können wir? Nee, können wir nicht. Mit dem können wir auch gar nichts machen, ne? Warte mal, kann ich ihm das hier, damit er nicht einschläft? Nee. Ja, aber... Dieses Gekröse da. Aber wie sollen wir das Gekröse da wegkriegen? Hat er ihn schon gesehen, oder was? Ja, das könnte funktionieren. Aber wie soll ich das... Ah, warte mal. Okay. Ich wüsste jetzt nicht... Ach so. Gut, der guckt sich das jetzt an, aber...
Okay. Ah. Okay, doch so einfach. Ich dachte, wir müssen... Verlasse den Ameisenhaufen. Okay, schauen wir mal.